Also die Aufgabenverteilung war völlig klar. Ich hatte totales Vertrauen. Er war zuständig für Mannschaft, ich war zuständig für das, was drumherum war. Also ich hoffe, er sagt nichts anderes, wenn er das hört, aber ich kann mich an keine Phase erinnern. Ich habe natürlich Jürgen Klopp in vielen emotionalen Phasen auch erlebt. Es gab Hochs und es gab Tiefs. Das größte Tief, glaube ich, würde ich fast sagen, seiner Karriere als Trainer war die Niederlage am letzten Spieltag der Saison 2001, 2002 gegen Union Berlin, als wir 33 Spieltage auf dem Aufstiegsplatz standen, als Mainz 05 und am letzten Spieltag dann auf Platz 4 abgerutscht sind. Da hatte ich Angst, dass er aufhört. Das hat ihn sehr, sehr getroffen, diese Niederlage damals. Ich glaube, noch mehr als diese ein Tor Differenz am letzten Spieltag der kommenden Saison. Aber zwischen uns war eigentlich immer alles klar. Ich kann mich an, wir haben oft diskutiert, später, wenn er mal gehen wollte oder sowas. Aber dass es zwischen uns Zwist gab, bis zum heutigen Tagen, wir kennen uns jetzt, glaube ich, 34 Jahre, gab es das eigentlich nie. Also an was ich mich sehr, sehr gerne erinnere, das ist jetzt nichts Dramatisches, aber in seinem ersten halben Trainerjahr, als wir ja gegen den Abstieg gekämpft haben und dann 2 Tage vor Spielende, vor Saisonende die Klasse dann gehalten haben, dann hatten wir das letzte Spiel bei Waldhof Mannheim. Und ja, das waren halt so meine Zuständigkeiten, meine Dinge. Wir haben dann eine Riesenfahrt organisiert, ich glaube mit 60, 70 Bussen nach Mannheim und haben in Mannheim, in Ludwigshafen am Rhein, das größte Schiff, was auf dem Rhein fahren darf, das größte Passagierschiff, hatten wir gemietet. Und wir haben in Waldhof 4-0 verloren, haben die Kiste voll bekommen. Es hat kein Mensch mehr interessiert. Nur Waldhof hat es interessiert. Sie haben damals trotzdem den Aufstieg knapp verpasst. Dann sind wir mit 3.500 Menschen, sind wir dann quer durch die Stadt gelaufen, bis nach Ludwigshafen, um dort in ein Schiff einzusteigen und sind, ja, dann mit dem Lied werde ich auch nie vergessen, wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff, sind wir dann losgefahren in Mannheim und Jürgen Klopp und ich haben ungefähr 2,5 Stunden ganz vorne auf dem Bug vom Kapitän erlaubt, haben wir zu zweit gesessen, haben einen Kasten Bier mitgenommen und haben uns mal über diese verrückten 3 Monate unterhalten. Also er ist als Spieler in die Saison gegangen und ist als Nicht-Abstiegsheld. Sitzen wir so gemeinsam jetzt hier auf dem Schiff und ja, da kommt man sich dann auch, glaube ich, so ein bisschen näher und dann entstehen auch so langsam Freundschaften. Als Spieler konnte ich mit ihm nicht befreundet sein. Als Trainer war es dann schon ein bisschen einfacher. Mir war völlig klar, dass irgendwann Jürgen Klopp den nächsten Schritt gehen muss und auch gehen wird. Und ja, zur Überraschung vieler Leute bin ich auf Jürgen Klopp zugegangen. Als wir leider wieder Vierter wurden in der zweiten Liga, ich aber wusste, wir haben eigentlich eine gute Mannschaft, die komplett unter Vertrag war. Und mir war immer wichtig, wenn irgendwann die Trennung mit Kloppo kommt, dann müssen wir so aufgestellt sein, dass wir das überleben werden. Und ich bin damals auf Jürgen Klopp zugegangen im Januar der laufenden Saison. Da standen wir, glaube ich, so Platz 3 oder 4 und habe gesagt, Kloppo, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen sollten, ich glaube, dann ist der Tag gekommen, wo du diesen Schritt gehen musst. Weil es ist für Mainz eminent wichtig, dass wir da nicht irgendwann überrollt werden von einer solchen Situation. Wir haben dann 1, 2 Tage uns darüber unterhalten und er sagte auch, du hast recht, ich glaube, das ist so. Also haben wir ausgemacht, wenn wir in der Bundesliga bleiben, bleibst du Trainer, wenn wir runtergehen und du hast eine Möglichkeit und willst es auch so machen, ja, dann wirst du am Ende der Runde verabschiedet, wie noch nie ein Trainer verabschiedet wurde. Das war eigentlich unser Plan. Blöderweise sind wir dann wirklich Vierter geworden und der Tag kam irgendwann. Aber das war nicht so, dass Jürgen Klopp zu mir gegangen ist und mir gesagt hat, ich möchte gern gehen. Im Nachhinein war es, glaube ich, auch genau der richtige Zeitpunkt da. Also großartig überrascht hat mich nicht. Ich kann mich noch an die Situation erinnern, als dann Dortmund im Gespräch war. Und ich kann auch verstehen, dass natürlich alle nicht sofort hundertprozentig überzeugt waren, jetzt einen Trainer aus Mainz, aus dem kleinen Mainz zu holen. Und viele haben
Ich glaube, Kloppo so ein bisschen auch drauf reduziert, großer Motivator und Charme, aber was ist da mit dem Fußball? Ich habe gewusst, was für ein außergewöhnlicher Trainer er ist und ich habe damals, AG Waske rief mich damals an, habe ihm gesagt, wenn du diesen Trainer holst, hast du eine Chance, Meister zu werden, ja, weil das ist schon das All-Inclusive-Paket, so habe ich es eigentlich immer genannt, da bekommst du einfach alles und ich habe Kloppo dann besucht, ich glaube, 2 Monate später, als ich nach Dortmund reingefahren bin, habe ich auf riesen Plakatwänden schon seinen Kopf gesehen. Hat er für Dauerkarten geworben und für die neue Saison geworben. Und da war mir klar, ja, der ist da schon angekommen. Und alles, was dann passiert ist, ist schon ähnlich, wie es in Mainz war. Kloppo hat ja nicht nur diesen Verein verändert, er hat eine ganze Stadt verändert. Genauso war es in Mainz und hat sich dann nochmal wiederholt, vielleicht in der größten Dimension bei einem Verein wie dem FC Liverpool. Und da glaube ich, sagen zu dürfen, das hat noch kein Trainer auf der Welt geschafft. In 3 Städten, 3 Vereine und 3 Städte und die Menschen von 3 Städten nahezu komplett zu verändern. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Außergewöhnliche an ihm. Er ist nicht nur ein überragender Fußballtrainer, er ist ein überragender Mensch, der aber auch Menschen zusammenführen kann. Ja, möchte ich jetzt lieber nicht darüber nachdenken, will ihn auch nicht unter Druck setzen. Jürgen Klopp ist zwar nicht in Mainz geboren, aber das weiß ich, gefühlt ist Mainz seine Heimat und dieser Verein hängt ihm sehr, sehr am Herzen. Auch wenn er die Premier League mit dem FC Liverpool gewonnen hat, weiß er 5 Minuten nach Spiel in den Mainz, wie Mainz 05 gespielt hat. Das ist ein ganz, ganz besonderes Verhältnis. Ich glaube, wir wissen, was wir Jürgen Klopp zu verdanken haben und Jürgen Klopp weiß auch, was er dieser Stadt und diesem Verein zu verdanken hat. Deswegen wird sich daran nie was ändern. Ob das dazu führt, dass er irgendwann noch mal nach Mainz kommt, wahrscheinlich mit Leute Kopf stehen hier, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist auch, das Thema stellt sich zurzeit natürlich nicht.